Ich konnte mich gerade bei einer Sache nicht konzentrieren, Bruder, weil als das lief, hast du gesagt, da war mal eine Story mit dem Bruder Mehdi. Was ist da passiert, Cousin? Warum erzählst du mir solche Sachen nicht vorher, Cousin? Ihr Bruder, was soll ich jetzt sehen? Das ist schon lange her. Aber du sagst, ich hab eine Story mit Mehdi, ich überlege, und dann sagst du, was heißt sag mal einen guten Satz für Abu Habib auf Arabisch, Bruder. Ich bin da gerade Ja, und auf da einmal kam über. ja Ich dann bin, Sinn, ich, da ich. kam dann Sinnvolle von dir. Walla, hübscher Junge. Ich will aus dir einen Löwe machen. Ein Motherfucker. Ein der dreht durch im Ring, der frisst den Ich konnte gleich. nicht so schnell antworten, weil ich in Gedanken noch war. Du hast eine Story mit Mehdi. Ich sag, ich hab gerade gefiltert, Bruder. Ich sag, kenne ich die? Guck mal, ich bin JVA Siegburg. Warte, ich brauche eine Zigarette. Du hast mich gefickt mit deiner Kippe, Ich Alter. sag, ich werde das Zigarette kosen, Bruder. Ich brauche eine Kippe, Bruder. Oh Mann, Alter. Okay. Auf jeden Fall, ich bin JVA Siegburg. Ich sitze meine Zeit und irgendwann kommt Neuzugang. Ja. Kommt der Knasttransporter mit neuen Häftlingen. Ja. Wir gucken, wer steigt aus den Bussen aus, wer kommt rein. Du weißt, man will gucken. Ja. Irgendwann. Frischfleisch! Frischfleisch. Ich setze drei Kippen auf den Dicken hinten rechts. Gassi, Transporter ist da. Frischfleisch! Mal gucken, wer heute meinen Rücken massiert. Frische Ware kommt. Der dritte ist aus wie ein guter Soldat. Wir sprechen mit denen in der Freistunde. Ja, Auf jeden Transport. Fall, Transporter kommen, neue Häftlinge kommen. So, irgendwann, das ging alles voll schnell. Irgendwann war Mehdi auch in Siegburg. Okay? Ja. So. Irgendwann war der dann in seiner Abteilung, hat seine Habe, hat alles gekriegt, war dann in seiner Zelle. So. Kam der vom anderen Knast oder ist Ich er weiß nicht mehr, ob der vom anderen Knast gekommen ist oder ob der oder direkt da von Haftrichter Haftprüfung? von Haft. Das weiß ich nicht mehr. Also Okay. er war auf jeden Fall drinne. Auf jeden Fall, Freunde, der Medi war dann. Der war dann. Seine Zelle war hinterm Tor. Auf dem großen Freistundenhof. Ich meine, ich habe euch die Story schon mal erzählt, aber ist egal. Auf jeden Fall, und das Freistundenhof von Siegburg, du kennst ja mein Knastinterview, das ist so wie so ein Stadion aufgebaut. Kolosseum-mäßig. So Kolosseum-mäßig. Ja. So, und hinter dem Tor sind Zellen auch. Okay. So, und ich morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, laufe ich auf der anderen Seite vom Feld Und siehst alles, was dabei abgeht. und sehe den ganzen Hof und laufe zu meiner Arbeitsstelle. So, ich habe Hofkolonne gearbeitet zu der Ja. Zeit. Und ich hatte. Was hatte ich? Ich hatte Gott sei Dank an den Tag, hatte ich so einen fetten Rasierer in meiner Tasche. So einen fetten Rasierer für Haare schneiden und so eine Haarschneidemaschine hatte ich. Kannst du damit rumlaufen frei? Und ich habe das zur Arbeit gebracht. Ich habe gesagt, bei Arbeit wollen dort unsere Haare Ah, schneiden. Ganz normal Beamte gesagt, dem war das eh scheißegal. Also, ja, nimm mit. So. Ich gehe morgens, werde ich rausgeholt und muss zur Arbeit. Ich laufe mit einem Beamte quer durch den Hof. Auf einmal, wer ist um 6, 7 Uhr morgens wach? Mehdi. ja. Mehdi, du siehst nur seinen Kopf hinter diesen Gitterstäben von Weitem. Ja. Und dann schreit der vom Tor, Bruder, der schreit vom Tor zum Tor. Ich bin auf der anderen Seite, das heißt, ich bin auf der anderen Seite vom Spielfeld. Schreit der, Sinan! Ich guck nach da, Beamte, guck auch da, sagt er. Leih mir mal dein Handy aus. Der Beamte guckt mich an. Ich guck den Beamten an.
Kind. Ich hol meine Haarschneidemaschine raus. Ich so, der dachte, das ist ein Handy. Und ich habe so mein Handy in meinen Eiern versteckt. Hoffentlich sucht er mich nicht. Der Beamte guckt mich an, ich guck so die Rand. Ich so, der dachte. Stell dir mal vor, du sagst nein. Der sagt, Wallah, was bist du für ein Maniak? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, der hat auch gesagt, ich habe meine eigene Karte, gib mir nur das Handy. Also deine Karte brauche ich nicht, ich habe eine eigene. Bruder, ihr müsst euch vorstellen, der Satz fällt. Der Beamte links neben mir, ich mit Mülltonne in der Hand und Haarschneidemaschine in der Tasche und mein eigenes Handy. Ich hatte so ein kleines Jab-Handy, ne? So ein Ticker-Handy, hat schon meine Eier versteckt. Ich denke mir, fuck, Digga, das hat der jetzt nicht tatsächlich über den ganzen Hof geschrien. Und das sind einfach 200-300 Zellen. Jeder weiß jetzt, dass ich ein Handy habe. Auf jeden Fall, ich wusste nicht weiter, Bruder. Ich hatte gedacht, boah, jetzt? Ich dachte, jetzt bin ich gefickt. Ich dachte, jetzt durchsucht der Beamte mich und ich bin gefickt, Bruder. Ich zeig den Haarschneidemaschine, dies, das. Ich habe, ey, der spinnt. Der dachte, ich habe den gerade aus Spaß so gemacht gestern. Der dachte, das ist ein Handy. Hin und her. Ich hatte einfach nur Glück, dass der mich nicht durchsucht hat. Er so, ja, okay, lauf weiter. Oder der hat gedacht, ich weiß, du hast ein Handy, scheiße ich drauf. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ob da sein Gedankengang vielleicht gibt, es gibt bei der Sache gibt's auch manchmal kulante. Ich habe ja ein, zwei Beamte gehabt, die auch wussten, dass ich Handy habe. Die waren in meiner Zelle, haben sich einen geraucht. Ich habe ganz normal mit telefoniert mit meiner Ex damals und so. Weißt du? Ganz entspannt. So mit meiner Familie telefoniert. Beamte waren mein. Das ist aber eine andere Geschichte. Habe ich dir erzählt, dass die Beamten nachts bei mir reingekommen sind, um nach dem Umschluss um 22 Uhr, halb elf. Die haben mit Schlüssel angeklopft, haben die Tür aufgemacht. Und haben gesagt, ey, Gazi, du hast vorhin beim Umschluss gerappt. Wir haben das gehört. Kannst du den Song nochmal machen? Ich schwöre bei Allah. Ich sag, wie jetzt im Ernst? Die sagen, ja. Ich sag, ja, okay, alles klar. Und dann habe ich da irgendein Instrumental, habe ich da einfach in den Kassetten und in den CD-Dings reingetan. Hab da einfach zwei, drei Songs vorgerappt, Alter. Geil. Die haben es richtig gefeiert, Bruder. Wallah, die haben es richtig gefeiert. Das ist geil. Es gibt so Beamte, die sind sehr korrekt auf jeden Fall. Ich hatte an dem Tag auf jeden Fall mit Medi sehr Glück gehabt. Und ja, das war die Medi-Story, Alter, in Siegburg. Schade, dass der nicht draußen ist, Bruder, Wallah. Also Medi hat auf, ich sag euch eine Sache, Freunde, wenn der Medi mal raus ist, werde ich den definitiv hier einladen, weil der hat einige Knast-Stories zu berichten. Alter Schwede.